zurück bei Baldur's Gate. Da tänzelt jemand. Wo sind wir denn? Wo? Um Himmels Willen. Ich kann. Wie sieht denn eigentlich unsere Gruppe aus? Wieso sind wir hier so? Na? Wieso sind wir hier so? Dann buchen wir den Einnahmen. Können wir es mitnehmen? Keine Ahnung. Goldnummer verfällt. Wieso sind wir denn so zusammenkauen? Ach, ich weiß, wo wir sein könnten. Wir wollten doch die Paladine. Richtig? Ich kann mich wieder halbwegs erinnern. Vor allen Dingen ist es Duster hier. Wir müssen, glaube ich, eine Fackel oder im Licht anmachen. Achso, sehe ich das nicht davor schon, dass es leer ist? Ich glaube, ja. Gerne. Denn wir werden gleich rasten. Wir werden gleich rasten. Wir sind schon wieder überladen, nicht? Das ist ja traurig. Das ist ja sehr, sehr traurig. Ein Zweihandhammer. Na gut. Wir müssen dann hier durch, anscheinend. Denn hier ist hier Quatsch. Was haben wir hier liegen? Ein nietenbesetzten Schild, den niemand braucht. Richtig? Sagt richtig. Aber können wir eigentlich hier unten rasten? Ist es möglich? Kurze Rast? Ich könnte natürlich auch eine kurze Rast machen. Probieren wir eine kurze Rast, was das bedeutet. Oh, lovely little pick-me-up. So, sichern. Bist du Bescheid, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich können wir dann nicht heilen oder so, ne? Das ist wahrscheinlich alles nicht aufgefüllt. Wahrscheinlich werden wir... Achso, ich bin immer noch überladen. Da schauen wir rein, denn ich glaube, das ist nicht gut, wenn man überladen ist. Warum? Sieht doch gut aus, 122 von 150. Ist doch fast nix. Eieiei, was willst du denn nicht mehr? Was ist mit dem Umhang des roten Prinzen? Den hast du an, ne? Wir quatschen, wenn wir den wegschmeißen. Was ist denn da unten? Hast du auch an. Das Eisen, ne? Das ist schwer wahrscheinlich. Na gut, aber mit 1 geht's eigentlich, ne? Was ist ein Schlüssel? Ich glaube, das brauchen wir. Wir können nichts wegschmeißen. Ich sag's nicht gern. Wieso? Wahrscheinlich die ganzen Würste, ne? Die ganzen Würstel, die wir. Na, pass auf. Dann werden wir so einen komischen Schuppenpanzer zu. Schattenherz geben. Die kann doch noch. Sind wir jetzt immer noch überladen? So, und ab jetzt werden wir nichts mehr selbst verschlossen. Ach. Können aber rein. Sichern. Sichern. Ich hätte ja das Gefühl, dass das hier eine Falle ist. Aber ich weiß es nicht.
Ich werde mal nicht drauf gehen. Ein Besen. Braucht man einen Besen? Kann eigentlich irgendjemand von uns Fallen entschärfen? Ich glaube, sah man das bei Eigenschaften oder Werte? Oder Übungen? Eigenschaften eher, oder? Ich weiß es nicht mehr, wo man das sieht. Ob jemand Fallen entschärfen kann. Wahrscheinlich. Warte mal. Wie sind das hier wichtige Merkmale? Resistenzen, okay. Zustände, okay. Heilende Reime. Wenn du einen Verbündeten mit bardischen Inspirationen inspirierst, erhalte ich 4 temporäre Treffer. Das sind so Dinge, da bin ich natürlich raus, ne? Ich denke mal, wenn man das richtig wie. Ich glaube, Simon Lucas hieß. Wenn man das richtig schön effektiv spielt, ne, im Charaktermenü hier, da kann man richtig mächtig sein, sage ich euch. Aber bin ich einfach nicht der Typ dafür. Das seid ihr hier wirklich komplett falsch, wenn ihr hier jemanden sehen wollt, der Fingerfertigkeit ist plus 1. Ist gar nicht so schlecht. Der hier gut Charakter, den Charakter steigert. Dann seid ihr bei mir echt so falsch. Ihr glaubt es gar nicht. Die genauso. Where am I needed? Auch. Hey, nee, kein Eimer. Kein Eimer. What's the story? Ich glaube nicht, dass die große Fallenschärferin ist. Übung haben wir, ne? Nee. Aber die ist gut athletisch drauf. Schaut euch das an. Ja, dann kann es auch unser Freund hier machen. Probier mal, dein Glück. Bah! Traurig. Traurig. Besser. Besser, mein Freund. Können die vielleicht sogar, wenn wir den, da brauchen wir vielleicht Astarion gar nicht, merke ich gerade. Ist Astarion plötzlich. Easy. This place is hungry for blood. Was habt ihr gefunden? Da drüben das Ding? Ach du grüne Neune. Hier kann man sich ja keine 3 Meter weit bewegen. Ohne dass man auf irgendwas drauf stößt. Ich denke, da ist was drin. Denn das ist drin. Der hat nicht leer gestanden, oder? Der ist zu schwer. Bronze. Für was braucht man sowas? Komm, wir geben es mal Schattenherz. Wir geben es alle Schattenherz. Ich schaue trotzdem nochmal. Wartet mal, sie hat. Ihr kann ich tatsächlich noch was geben. Auch unserem Freund Will und Carla. Oh, Carla können wir doch voll. Die können wir doch erstmal voll. So, kann ich das Ding hier jetzt auch entschärfen oder nicht? Oder. Ihr wisst aber, dass das hier eine Falle ist. Nee, nicht. Gift. Wieso, der ist doch. Hä, wieso ist Astarion hier dabei? Hä? Moment. Aber Astarion ist doch gar nicht dabei.
Oder jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Kaputte, gepolsterte Rüstung. Na gut. Nein, Achtung, Achtung, Achtung. Lauf nicht auf die Falle drauf. Höhlenloch. Okay. Jutesack. Aber wir brauchen schon Handtücher. Ne? Faule Karotte. Nö, aber das hier wollte ich, genau. Danke. Dafür war ich da. So, bis auf, davon ist auch noch. Das kann ich wieder entschärfen. Oder probieren zumindest. Haben wir eigentlich einen Dietrich? Dann können wir tatsächlich probieren, auch mal mit den anderen als Astaion. Haben wir... Ich muss noch mal reinschauen. Tut mir echt leid, meine Guten. Tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Hat jemand von... Was sind das hier? Schlüsselbünde. Achso. Nee, aber Dietrich. Die haben wir eben gelassen, ne? Weil wir gedacht haben, wir können das nicht. Richtig? Was sind das hier unten? Das ist ein Fallenentschärfenwerkzeug. Das haben wir auch noch. Wir hatten das Schattenherz. Also Schattenherz könnte. Könnte zumindest mal Fallen entschärfen. Ah, wir haben die Dietriche alle bestimmt hundertprozentig bei Astarion gelissen. Sag ich euch. Das war eine Fehlentscheidung. Oder haben wir dir was gegeben? Natürlich nicht. Oh, man. Man. Und außerdem hatten wir noch Lukas Simon oder umgekehrt gesagt, dass man Teleporter von überall nehmen kann, benutzen kann. Das sichern? Auch von hier drin oder nur von außen? Oh, der war gut. Und wenn er noch der richtige Dieb hier. Magier-Dieb. Ich bin, um ehrlich zu sein, beim Steigern, ich sag's euch gleich, ihr wisst es, also meine alten Leidensgenossen des Kanals, die wissen, dass ich bei Rollenspielen ein bisschen merkwürdig drauf reagiere, aufs Steigern. Weil ich steigern möchte, wie ich will, ne? Und mich da auch schwer belehren lässt. Selbst Oha. Selbst wenn ich es falsch mache. Und ich weiß, das ist eine große Schwäche von mir. Aber es ist halt so. Ich kann mich da auch schlecht belehren lassen, wie man richtig steigert. Na, ich steigere einfach so vor mich hin. Und es kann total sein, dass ich mich komplett versteigere. Und dann ist es so, ne? Dann muss ich einfach mit leben. Und dann kann es sogar sein, dass ich vielleicht auch mal ein Spiel nicht weiterspielen kann, weil ich mich komplett versteigert habe. Ich weiß, man nennt es nicht versteigern. Aber ich sage jetzt mal so. So, hier ist aber ganz schön Duste. Ein Auszug aus dem Metatext. Neuer Aufschwung von Josepha Elgin. Mhm. Trotz ihrer Beteuerung des Gegenteils ist kein allzu scharfes Auge nötig, um mit den modernen Praktiken der Zentarium Anklänge an die Philosophie Barnes zu erkennen. Die Gruppe ist nach einer strengen militärischen
Hierarchie organisiert. Alle Macht geht von deren Spitze aus. Wer diese Position heute bekleidet, darüber wird eifrig spekuliert. Denn die Führung des schwarzen Netzwerkes galt nach der Zerstörung des Hauptquartiers in der Zentile-Festung im Jahre 1383 als ausgelöscht. TZ, was heißt das? Wisst ihr es? In den folgenden Jahrzehnten konsolidierte sich jedoch eine neue Machtbasis in der Festung von Dunkelhalt tief im Süden. In deren Zentrum steht der Peregeist, eine rätselhafte Gestalt in Rüstung, die angeblich ganz allein für die Wiedergeburt der Zentarim verantwortlich ist. Wie auch immer aber ihr Anführer ist, diese neuen Zentarim haben ihr Streben nach Dominanz nicht aufgegeben, sondern lediglich ihre Methoden verändert. Einst lag ihr Fokus darin, Nationen zu unterwandern, zu erobern. Doch heute trachtet das Netzwerk danach, den Markt in einen immer engeren Würgegriff zu bekommen. Denn diese Macht kann Grenzen überqueren, welche für konventionellere Truppen geschlossen sind. Oha. Das ist ja fast wie heutzutage. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, ne? Nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Ich weiß nicht, ob wir Erfahrungspunkte bekommen. Nix im Whisky. Das geben wir mal. Will. Falls du unbedingt einen saufen willst, wäre dein Preis gewesen. Flasche? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die zur Alchemie bräuchten. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich bin mir so gar nicht sicher. Also mehr oder weniger überhaupt nicht. Nothing at all sicher. Ist ja nicht das Weiße jetzt hier. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit unserer Queste? Wo ist denn eigentlich unser... Ach hier, war ja klar, wo Feder ist, ne? So, nö. Wo ist denn die Begleiterqueste hier? Reise mit Antaion weiter, okay, Reise mit Will... Reise mit Schattenherz, Reise mit Kalf. Wir haben die Paladine gestellt, die hinter Karlach her waren. Sie nimmt an unserer Suche. Sie nimmt nun an unserer Suche. Kümmert dich um. Okay, was ist jetzt? Sind wir mit der feurigen Freundin fertig hier? Alles gut? Soll ich vielleicht hier die Fackel? Oh ja. Das ist ein schöneres Licht. Ja, ich denke mal, das war's, ne? Also, es gibt bestimmt hier noch irgendwas. Aber ich glaube, so die größeren Dinge haben wir ausgeräumt. Jetzt alles zu durchsuchen, ja. Das kann man machen. Das kann man machen. Aber am Ende muss man's. Komm, ich schau noch einmal hier rein, ganz kurz. Im Schein des Feuers. Was ist denn das da hin? Das ist hier noch das. Lass mich noch ein bisschen. Oh. Man sieht es auch nicht so richtig. Soll ich nochmal die Fackel? Ja, sick. Ich weiß doch nicht. Hört mir hier rauf. Kann ich nochmal entstärken. Soll ich mit der Erfahrungspunkte? Oh, 17 ist jetzt oft gewesen, ne? Das sind die absolute Fallenentschärfer hier.
Klick. Klick. What Klick? Man denkt, das will was aufgehen. Aber so richtig. What am I to do? Klick. Jetzt ist nichts mehr mit Klick. Verdammt, dann zugenäht. Klick. Aber wo soll denn was aufgehen? Das macht Klick und dann wieder Klick, ne? Klick. Jetzt gehe ich auf. What can I do you for? Nix. Oh man, ich will jetzt nicht mit dir reden. Was heißt weggehen? Die Frage ist, was klickt das Ding auf, ne? Ich weiß es nicht. Ich werde es niemals herausfinden. Klick. Ich sehe aber nichts anderes, wisst ihr? Ich sehe nichts anderes. Aber es hat bestimmt irgendwas zu tun. Das hat irgendwas jetzt zu tun, Klick. Seht ihr? Macht ja nicht Klick einfach nur aus Jux und Tollerei. Ach, wartet mal. Halt. Wir nehmen. Wie können wir den nochmal. Pass auf, wir machen mal ihn hier aufteilen, oder? Quatsch. So, dann machen wir sie. Sie. Wits and Blades, always sharp. Aufteilen. So. Pass auf, und jetzt nehmen wir dich. Setzen dich Klick da drauf. Klick. Nein, du sollst drauf. Oh man. Bleib doch jetzt drauf sitzen. So. Und dann nehme ich die. Und die setzt sich hier drauf. Oh no! Ich würde aber trotzdem gern Schattenherz. Ich würde gern Schattenherz. Setz. Damn, it's good to be alive. Du dich mal drauf. Das ist ja ein Beschiss hier. Wahrscheinlich kann ich ja irgendwas drauf. So, und Schattenherz. Der hat doch ein Fallenstellenwerkzeug, richtig? Kannst du das irgendwie hier benutzen? Kontextmenü? Entschärfen? Oder muss ich das dann wirklich anwenden? Oh, gerade so, ne? Ausnahme. Großschwert. Brauchen wir das? Drei bis 13. Ja, aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt, ne? Oder? Aber hier, denke ich. Oh oh. Was ist denn jetzt für eine Wahrnehmung fehlgeschlagen? Zweihandachs plus eins? Kampfstab? Großschwert? Die Zweihandachs plus eins, die wäre vielleicht eine Idee, oder? Waffenverzauberung plus eins. Ja, wer
Wen können wir hier mit einer Zweihandaxt? Vor allen Dingen, stellt mal hin, drei. Ja, wir könnten es tatsächlich geben. I'll grab that. Wir könnten es der Meisterin Meisterin Karlach geben. Okay. So. Ah? Ach, das war wahrscheinlich fehlgeschlagen, ne? Reise. Achso, ist die da oben. Blutstein. Ja, wenn man halt wüsste, was wir schon gelesen haben, was nicht. Ne? Das weiß ich dann nicht mehr. Das weiß ich dann am Ende nicht mehr. Eine verfaulende Karotte. Ja, Bronzebahn. Und eine halb verfaulte Statue. Was ist denn das? Verwenden. Eine Katze. Denke. Ich nehme. Fehlen uns nicht Helme? Was sagt denn ihr? Es fehlen doch Helme. Und Handschuhe, Metallhandschuhe? Ja. Ich weiß es nicht. Aber hier, das. Oh, Holz. Ah, Handschuhe des Heldenmuts. Sehr schön. Das schauen wir. Oh, Trank der mächtigen Heilung. Wen gehen wir denn? Wer braucht den als Nahkämpfer am meisten? Eigentlich Will, oder? Normalerweise. Eine Kerze. Denke. Noch ein Heiltrank. Ne, was heißt noch ein? Gold. Wieso willst du das Gold nicht aufheben? Heb endlich das Gold auf. Es ist nicht so die goldene. Schade eigentlich. Ohne Bronzehalskette. Die nimmt sie. Gold mag sie nicht. Keine Chance. Sie ist. Das Gold ist ihr. Im Grunde, hier ist noch ein Stück Gold. Wollen wir schauen, ob sie das nimmt. Keine Chance. Gold ist nicht ihres. Ne? Es ist sehr sympathisch. Sehr sympathisch, Schattenherz. Lässt das Gold liegen. Alles gut. Dann holen wir uns mal Will. Und schauen wir, ob der das Gold so als letzten Versuch ist. Ach ne, keine Chance. Das ist wie angebicht hier. Das will niemand. Ah, okay. Dann wollen wir es auch nicht. So, ich glaube, dann sind wir hier durch, oder? Das war ja nochmal ganz gut. Ich schau nochmal bei ihr rein. Oder ich schau nochmal bei. Wie kann man alle gruppieren? Zack. Zack. Schattenherz. Was haben wir da? Handschuhe. Warte, ich schau rein. Wo haben wir Handschuhe? Oh, die könnten sogar gut sein. Aha. Schützende Hände. Wenn du deinen Eid fokussierende Zauber wirkst, erhältst du Heldenmut. Wenn du deine Eid fokussierende Zauber... Was ist denn das? Oh, hier muss man echt... Hier muss man studiert haben. Ich mache jetzt einfach. Ja.
Sieht ein bisschen aus wie eine... Das passt aber nicht so richtig zu ihrer Rüstung, ne? Aber es ist okay. Wir lassen es trotzdem mal. So, ansonsten... Ach so, ein Helm. Wo... Ach so, das ist ein Diadem. Nee, dann nicht. Ja, dich schon gar nicht. The pride of the gate. Du hast einen Helm, sehe ich gerade. Und du? What a charmer. Ich glaube, der hat keinen Helm, oder? Schau mal. Kalach. Die bekommt jetzt einen Helm. Oh, wir haben eigentlich zwei sogar. Schade. Zack. Sieht der andere besser aus? Nee. Fehlt halt ein Horn, ne? Wenn da noch ein Horn dran wäre, würde der ganz gut aussehen, sogar in ihr. Haben wir ja heute viel gemacht, ne? Ich mach schon wieder so gut wie Schluss. Ich bin schon wieder so gut wie durch. Vielleicht noch 10 Minütchen. So, sind wir durch, ne? Also, wahrscheinlich noch nicht. Brauchen wir eigentlich noch ein... Nee. Brauchen wir noch eins? Ein Schild? Oder das sind... Nee, das sind zwei Hände, hast du, ne? Zwei Hände. Wie ist denn... Schau mal kurz. Schwert der Gerechtigkeit. Wo steht denn? Ach hier, zweihändiges Großschwert. 616. 2D6. Nee. Das bringt uns nichts. Und noch Türschutz. Könnte voll vergessen. Die Axt ist komplett nutzlos. Was ist denn das hier drüben eigentlich? Ja, ein Schild brauchen wir jetzt nicht. Da kann ich nicht mit dienen. Blade at the ready. Dann du hast ja schon bestimmt ein super Schild, oder? Ja, leuchtend. Also leuchtend, da brauchen wir uns gar nicht drum zu bemühen. Sichern? So, wie kommen wir wieder raus? Hier, ne? Dann den toten Elf, oder was das war hier? Und dann können wir hier wieder rauf, oder? Wo komm? Ach, da, zur Leiter. You look happy, Shadowheart. Like a night orchid in bloom. You must be imagining it. It's all over your face. It must be all the fresh air since the crash has me flush. It looks good on you. Was reden die? I applaud your taste. So, wie sieht's denn hier oben aus eigentlich? Da haben wir schon alles angeschaut. Ich kann sie nicht mehr sehen, um ehrlich zu sein. Kann sich nicht mehr sehen. Also hier scheint, also ich glaube schon, oder? Wir sind ja noch nicht einfach so da runter. Ohne, dass wir hier alles ausgeräumt haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. War bestimmt kein einfacher Kampf, oder? Wieso? Hört ihr das? Wo kommt das her? Haben wir das letzte Mal schon gehört?
Hör doch mal. Was ist denn das? Sichern? Haben wir das letzte Mal schon was gefunden? Bestimmt waren wir das letzte Mal schon hier oben. Kann man nichts anderes vorstellen. Aber hört ihr das? Was ist das? Das ist rechts von uns. Hier hört man es am lautesten. Hier irgendwie, ne? Naja. So, dann sind wir hier runter, dann hier rein, dann hier rauf, dann hier rüber. Ich denke mal. Das war's. Ich meine, wir könnten. Wir können natürlich jetzt wieder Astarion in unsere Gruppe holen, ne? Vielleicht alles natürlich rüber zu Karlach. Dann müssten wir das wiederholen, ne? Von Karlach uns dann das vor allen Dingen Essen. Wenn wir einen Gefährten austauschen, müssen wir uns auf alle Fälle Essen holen. Ist es dann wahrscheinlich, kommt man durch das Höhlenloch? Kommt man unten? Habt ihr da auch gesehen, dass das so ein Höhlenloch war? Ich glaube, dann kommt man unten rein. Könnte ich mir vorstellen. Sichern? Shadowheart, the way you paint around your eyes, they look permanently cloaked in shadow. It brings me closer to Lady Shah. One day, all of our eyes will feast on her endless darkness. Besides, I think it suits my bone structure. And yet, your bed pillow bears barely a smudge. You are a woman of many talents. Wandeln die zwei jetzt miteinander an? Hatten wir nicht die? This place looks like a battlefield. So. Hier sind wir schon ganz gut. Pfeil des Feuers. Mit Ausgraben sind wir schon ganz gut, ne? Da sind wir echt. Sichern? Sichern? So, hier ist wieder so ein Teleporter. Aber wie gesagt, man kann auch anscheinend einfach, könnte ich jetzt irgendwo hingehen. So, wir könnten noch die verschollene Lieferung, wenn wir schon mal da oben sind, können wir noch mal die verschollene Lieferung. Wir gehen mal hier unten zumindest noch rum. Und schauen es uns zumindest mal an. So. Nur, ne? Ja, hier durch müssen wir, ne? Oder müssen ganz unten durch. Das kann natürlich sein, dass es hier. Dass hier gar nicht weitergeht. Waren wir hier nicht schon mal sogar? Ich glaube, hier waren wir schon mal.
Können wir da drüber hüpfen? Oder müssen wir das wegballern? Denke ich, kann es wegballern? Ohne dass wir getroffen werden? Und dann, ich kann doch auch einen Regen machen, richtig? Irgendjemand kann einen Regen machen. Ob's ich kann, weiß ich nicht. Achso, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr. Das ist schon alles gut. Kommen wir ab hier drüber? Komischerweise ja. Wo ist denn noch? Sichern. Schweinehunde. So schnell wäre ich gar nicht hier raufgekommen. Weißt du, ja? Oder wäre immer hätte ich sehr schnell sein müssen. Oder sofort in den Rundenmodus. Wir schauen mal kurz, ob unsere Freundin, ich glaube nicht, aber I'm ready. Weiß sie manchmal nie, ob sie zaubern kann wieder. Doch, kann sie. Kann sie? Dann ist alles gut. Nee, ist nicht alles gut. Ja, dann müssen wir Karlach so lassen, wie sie ist, ne? Ah, excellent choice. Sicher? Who the hell's? Get over here and help! Jetzt doch ein bisschen eine längere Folge. If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Oh, Knolle. Oh je. Knolle. Ich weiß, dass Knolle echt übel sind. Ich mach mich kampfbereit. Halte Stellung, ich mach mich kampfbereit. Hört sich gut an, oder? Ich bin für... Halte Stellung... Nee, kommt. Sei es drum. Es gibt einen anderen Ausweg. Folgt mir. Das können wir auch machen. Es gibt einen anderen Ausweg. Folgt mir. Across the chasm. You might have got in that way, but you're stuck with us now. Ich glaube, leider nicht. Na gut, kümmere mich um die Gnolle. Ich glaube zwar nicht. Thanks. Me and the boy will do what we can to help. We've still got some fight in us. So, wir hauen jetzt alles auf die Gnolle drauf. Was war? Und das nicht viel. Ich
hasse das, wenn gleich am Anfang jemand so zusammengeschossen wird. Ohne dass ich irgendwas machen kann. Take the leader down! We'll try to hold the rest back! Ding, sag ich euch. Es sind viele. Die sind echt stark. Oh, es sind viel zu viele. Viel zu viele. Die können so üble Dinge, wisst ihr? Oh, das sind noch mehr. So ein Dolchding, ne, wäre jetzt gut. Oh, der ist bis dran. Bis dran ist er. Die hören gar nicht auf. Will. Geh erstmal aus dem Sif hier raus. So, weißt du, was du könntest? Hier, den ganzen Kletterer-Detsch. Mit der Dolchwolke. Das wäre schön. Es wäre zumindest ein Anfang. So, und ansonsten, was ist denn du hier? Trank der Mächte, Gegengift, Trank der Geschwindigkeit, was? Erhalte eine Aktion des Rüstungsklasse, Vorteil bei Rettungswürfen. Das mache ich. Ist mir egal. Beschleunigt. Was ist denn eigentlich hier? Ach, wieder. Okay. Alchemistenfeuer. Oha. Das haust du auch gleich noch drauf. Da machen wir gar keine großen Flatterer-Dänzchen. Fehlschlag. Hm? Mit Fehlschlägen, ne? Das ist super. No time to waste. Kann ich vielleicht noch irgendeinen nee, einen Schlag kann ich nicht mehr, ne? Okay. So, wen haben wir hier? Karlach. Jo, sieht gut aus. Ready for this. Ich würde sagen, falls... Ich werde dir trotzdem meinen Halt dran geben. Nützt nix. Ja, das ist nicht so schlecht. So, Gale, mein Freund und Helfer... Wir könnten schmieren. Nee, ja, wir könnten schmieren. Wird's dann nochmal so richtig schön eklig? Oder einen Vertrauten. Damit wir dort noch was haben, ne? Sind alles so auf dem Haufen dort. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich gehe mal so hier rüber. Wenn man so auf dem Haufen ist, wisst ihr. So, was kannst denn du? Ah, ein Apfelbeschwören. Finde ich gut. Finde ich gut. Erstmal finde ich das gut. So, was ist denn hier noch im Angebot? Wie vergiftet
Überzogen mit Wieferngift. Hast du da hinten noch ein Gift? Schlichtes Gift. Mach mal ein schlichtes Gift. Okay. Ist in Ordnung. Au. Au. Rettet man eigentlich irgendjemanden auch von uns? Schaffen wir das? Wir sind eigentlich hier. 40. Das ist immerhin eine Idee. Oh, das dauert einen Moment, bis der da niederliegt. Was ist denn hier? Klingenbann. Er leidet nur halben Schaden. Finde ich gut. Was ist denn noch hier? Schwung bewirkt. Here goes nothing. So, kannst du hier so? Say bye-bye. Ja, gut. Was ist denn noch hier? Türschutz bewirkt Schild des Glaubens. Ich mach alles drauf. Sei es drum. Was ist denn hier? Ach, du kannst es ja auch... Schade. Rettungswurf gelungen, ne? Heißt. Du kannst auch ein Bär werden, ne? So, was machst du jetzt ein bisschen? Was ist denn für Möglichkeiten? Was ist denn das eigentlich hier? Eismesser. Jo, so richtig. Das wäre schon hier, was? Aber wie ist denn das? Das wäre schon hier gar nicht so schlecht. Was sagt denn ihr? On the double. War das jetzt gut? War das schlecht? Ich hab's nicht gesehen. Mhm. Warum musstest du da unbedingt hier hin? Okay. So, was ist denn hier? Stoßen ist Quatsch. Eintauchen, nö. Wie sieht's denn aus? Das sieht noch recht frisch aus, ne? Du gehst trotzdem mal einen Schritt nach vorn. My faith will protect me. 40. Probier mal dein Glück. Ist in Ordnung. Was kannst du noch? Dich mal heilen wäre schon... Nee, kannst du nicht. Hast du noch einen Heiltrank? Dann würde ich dich trotzdem noch mal heilen. Nutzt nichts. Sei es drum, ne? Wer ist jetzt gelähmt? Will? Oh Gott, was ist denn hier los? Will gelähmt? Ah, ja. Ah, wenn jetzt den der erwischt. Oh je. Will hat einen totalen Vorteil. Der war gut. Der war auch gut. Nochmal wäre schön. Aber eher nicht. So, yeah. Yeah. Was kannst du hier noch? Stoßen. Eintauchen. Hm. Kann ich da noch was? Trank. Einfaches Gift. Mach drauf. Ist einmal drauf, ist es drauf. I'm heating up. Schaffst du das?
Eins. Ne, null. Alles klar. So, hier kommen wir jetzt nicht so einfach durch, ne? Wie sind denn die so drauf? Oh, es geht eigentlich. Was kannst denn du noch? Ach, du kannst ein Bär werden, ne? Oh, die ist so gut wie tot. Ach, sie hat eins. Was ist, wenn du ein Bär wirst? Menschen. Zumindest. Werd mal ein Bär und geh mal hierher. Ach ne, die ist ja nur im Kampfrausch. Ne? Die hat wirklich nur noch ein. Wie kann das sein? Warum? Ist ja blöd. Die kommt hier rauf auch. For the ages. Okay. So, dich würde ich ja gern. Das war auch gar nichts, mein Freund. Ignis. Geh mal ein Stück vor. Danke. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Zerfleischen. Schafft man nicht, ne? Nicht genug Bewegungsaktion. Was haben wir hier? Spalten. Durchbohrender Schuss. Ist schon besser. Reicht noch nicht mal im Ansatz. Mist. Ne, lassen wir noch den Kampf rauschen ein bisschen. Let me recite their demise. Wer ist denn hier? Wer liegt denn hier? Will. At once. Ob das natürlich eine Rolle spielt hier, weil die schießen mich doch eh gleich wieder nieder, oder? Kriegt man jetzt endlich mal den hier nieder? Danke. Danke. Ach, das ist dein illusorisches Abbild. Nee, dann... Oder wenn du hier hingehst, dann kannst du... Doch, komm mal. Obwohl, dann schießt er auf meinen Magier, ne? Ja. Sag mir das bist. Oder auf Will natürlich, ja klar. Auf jeden sonst. Auf jeden sonst. Sehr logisch. Parasite in that corpse. You should take a look.
Ich glaube, wir sollten rasten das nächste Mal. Sichern. Und die anderen sind alle tot. Wir haben niemanden retten können hier. Aber niemanden. Rugan. Alchemistenfeuer. Wer hat das geschleudert? Ich glaube Will, ne? Bin nicht mehr sicher. Lederrüstung brauchen wir nicht. Kutsche wird auch nicht. Alles klar. That's a curious looking chest. I wonder what's inside. Only one way to find out. Time to indulge our curiosity. Zertrümmerter Flegel. Was ist denn das? 2 bis 7 trifft er mit dieser Waffe einen Gegner. So wird er Anwendung um 1 bis 6 Trefferpunkte geheilt. Kann jedoch wahnsinnig werden. Aber das ist ein bisschen was wert, nehmen wir mit. Ich geb's mal Kalach. Oh, wieder ein Gedankenschinder des Parasiten. Die kann man verkaufen übrigens. Vielleicht. Ey, hat man nicht irgendwo Knochen gebraucht bei der Alchemie? Oder denke ich das nur? Aber ich gehe mal zur Extrakte. Ich hätte schwören können, dass man eventuell Knochen gebraucht. Belladonna? Bei irgendwas. Ich hätte schwören können. Ich kann mich auch komplett irren. Ach, mehr Gras. Knochen? Nee. Nee, Knochenkappe. Nee, Knochen brauchen wir anscheinend nicht. So, was haben wir hier noch? Warte mal, da ist noch jemand. Könntet ihr mal... Wieder ein Alchemistenfeuer? Okay. Schade, ne? Schade, dass wir die nicht retten konnten. Und wo ist jetzt... Achso, da oben wäre dann die verschollene Lieferung. So, ich mache aber für heute Schluss. Sichern. Ja, noch was kommt. Was ist das hier? Rasche Antwort. Nur mal das Gag untersuchen kurz. Hm. Wollen wir es mal schauen? Aber ich glaube kaum, dass das besser ist als das, was Will hat, oder? Schauen wir mal kurz rein. Ja, was das nächste Mal vergessen. Achso, da müssen wir. Warte. Defender of the people. So, das war das hier, ne? Rasche Antwort, Rapier oder Rapier. Flinke Anwender. Wenn der Anwender einen Gegner mit der Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Hm. Aber er hat halt weniger Grundschaden. Hm. Ich weiß es nicht. Übung mit dieser Waffe schaltet frei. Hier 3 Dinge.
Hier zwei Dinge. Nee, wir lassen es mal. Seek and you shall find me. So, ich sag derweil ciao, ciao. Und jo, am Ende war es wieder eine echt interessante Runde. Ja, und danke für die Hinweise. Bitte Hinweise, ja, wie gesagt, ne? Aber ich werde halt, ich werde so umsetzen, wie ich es halt kann und wie ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Wird sich jetzt blöd an. Ciao, ciao.